Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir wollten hier jemanden umlegen. Also verlegen. Wir wollen niemanden töten. Also außer vielleicht die Pandoraner und die Vergessenen. Aber erst einmal wollen wir Bartos Rodriguez auf die Tiamat bringen. So, das haben wir erledigt. Wunderbar. Damit geht es den Leuten auf der Tiamat einigermaßen gut. Und jetzt müssen wir theoretisch in die Antarktis. Das Problem ist, unsere Leute müssen noch geheilt werden vorher mal wieder. Das kostet mal wieder Zeit. Wir haben so wenig Zeit. Okay, Moment. Achso, ne, die sind kaputt. Das wäre ein guter Zwischenstopp gewesen. Auf in die Antarktis. Mal sehen, wie ist die Route dafür? Wir kommen von dort. Das heißt, wir können hier einen Zwischenstopp einlegen. Moment mal, eigentlich. Dann ergibt es keinen Sinn, mit der Tiamat dorthin zu fliegen. Dann sollte die Tiamat sich hier mal erholen. So. Die Thunderbird ist dort. Die Manticore. Ja, die Manticore können wir hier hinschicken. Oder auch nicht. Die haben nicht die entsprechende Reichweite. Ja, stimmt. Deswegen brauchen wir hier den Scanner. Der schon arbeitet. Okay, Multisensor Bedrohungserkennung, übersetzende Reife. Ja, ist mal wieder etwas, das ihr lesen könnt. Wir haben schon oft genug gelesen. Forschung, die Skylar-Autopsie ist demnächst fertig und dann hängen wir ein bisschen fest. Ja, die Helios wird da auch nicht rüberkommen, ne? Oh doch, die Helios könnte rüber. Kann die Thunderbird rüber? Ne, die Thunderbird wieder nicht. Das ist alles sehr lästig. Okay, haben wir andere Dinge, die die erledigen können? Ich sehe gerade nichts. Wir bräuchten hier noch etwas, um durchzuwechseln zwischen den verschiedenen unerkundeten Erkundungsstätten. Denn die auf dem Geoscape zu finden, ist zum Teil anstrengend. Hier haben wir tatsächlich noch Zeug, das unbenebelt ist. Das ist doch schön. Oh, da haben wir tatsächlich noch. Oh, hier haben wir gleich einen Haufen Missionen auch noch. Okay, die Helios schicken wir hier noch mit zum Erkunden hin. So. Und die Tiamat geht dann doch in die Antarktis. Und wie gesagt, als Zwischenpunkt nehmen wir das dort. Es wird eine Weile dauern, bis ankommen, aber Produktion. Wir können Dinge produzieren. Nämlich ein paar Gewehre. Ein paar Betäubungsgewehre. So. Uns geht langsam Technik aus. Okay, jetzt ist jeder unterwegs, ne? Gut. Dann kann die Zeit weiterlaufen. Da ist das erste Athena fertig. Skylar-Autopsie. Die Skylar ist eine Art pandoranisches Schlachtschiff mit mehreren Waffen- und Verteidigungssystemen und wichtigen Befehls- und Kontrollfähigkeiten. Sie ist definitiv hochintelligent und scheint für die zunehmende Härte der pandoranischen Angriffe auf Zufluchten verantwortlich zu sein. Viele ihrer Mutationen scheinen sich eher auf die Entführung von Menschen zu konzentrieren als auf Massaker. Es ist absolut notwendig, dass wir ein lebendes Exemplar fangen, auch wenn es eine äußerst gefährliche Aufgabe sein wird. Ja. 8% Liederfüßler, 4% Arachnid, 11% Mensch, 77% Unbekannt. Funktion Anführerin, Entführung von Menschen, Massenterror, Zerstörung. Einige Mutationen haben die Fähigkeit, kleinere Pandoraner zu wilden Angriffen zu zwingen. Offensive Mutationen sind die zwei Trümmerer, duale verschmolzene Kanonen, Nebelwerfer, Schallsturz, Schleimwerfer, Einsatz von Mindfuckern. Defensive Mutationen sind die reaktive Nebelmission. Okay. Nein. Nebelemission. Das ergibt mehr Sinn, ja. Da habe ich das eh überlesen. Gepanzerte Varianten. Mobilität, agile Varianten können über kurze Entfernung springen. Und die kurze Entfernung ist bei der Skylar recht groß. 100 Technik, 200 Materialien, 500 Nahrung. So, das wird bitte erkundet. Das ist fertig erkundet, schön. Und das nächste. Ihr
habt ihr gar nicht wirklich was zu tun, ne? Das ist ja doof. Und hier hätten wir einen Pandora-Bau. Ein Pandora-Bau, das sind die mit den Dingslassen. Mit den... Jetzt fehlt mir doch glatt der Name. Mit den Brutkammern. Das heißt, wir sollten die Helios dorthin senden. Dass wir das mal erledigen können. Einen einzelnen Unterschlupf, also ein einzelnes Nest könnten wir auseinandernehmen, aber so brauchen wir mehrere Leute. Außerdem haben wir hier auch noch den Beutezug zu erledigen. Die vierte Initiation. Mir ist gerade wieder eingefallen, weswegen ich die Tiamat nicht hingeschickt habe. Kann doch nicht sein, dass wir 6 Minuten in der Folge sind und ich mich schon mehrmals selbst verwirrt habe. Eine Gruppe von Jaeko-Soldaten hat diesen von den Jüngern von Anu als heilig verehrten Ort besetzt. Der blinde Gesandte hat uns beauftragt, sie im Namen der Erhabenen zurückzuerobern, nehme ich an. Ich habe gerade nicht so genau aufgepasst, was doof ist. Okay, die Tiamat ist schon fast da, dann... Okay, los, Sondermission starten. Das schaffen wir. Diese Missionen sind nicht die schwersten. Und alle Leute haben Zeug, dann geht es los. Ich sollte dann nochmal dafür sorgen, dass die Teams auch wirklich voll sind immer. Und du guckst dich mal hier um. Ja, bisher ist nichts zu sehen. Du läufst mal hier hin. Du gehst hier hin und darfst hopsen. Und ihr bleibt hier unten zusammen. Muss nur dran denken, mich nicht überraschen zu lassen, sobald Neu-Jericho hier was macht. Einfach weil sie Neu-Jericho sind. So viel wie ich momentan vergesse, könnte es nämlich sein, dass ich mich davon verwirren lasse. Du packst mal das hier hin. Gehst dann hier auf Überwachung. Und der Rest macht hier mal nichts. Beziehungsweise du. Mal sehen. Treffen wir den Arm vernünftig? Ich denke, wir haben dort eine Stelle, bei der er direkt umkippt, ne? Irgendwo. Ne, okay, aber das sollte der Arm sein. Ne, das war der Rumpf. Aber er ist trotzdem erledigt. Wunderbar. Und das war's. Du machst auch nichts weiter. Und zu Ben. Ich nehme an, da kommt eine Rakete. Was nicht gut ist, wenn man so auf dem Dach steht. Ich sehe nichts. Was ist passiert? Daneben und zurückschießen. Oh, ja, das war gar keine gute Idee von dir. Oh, noch eine Rakete? Au! Okay, nicht gut. Das Gute ist, wir haben Sicht. Okay, Let's go.
Okay, das war viel zu wenig. Du läufst mal hier hin. Aber sie sollten nur eine Rakete haben, ne? Ne, sie haben zwei Raketen. Das ist nicht gut. Okay, du nimmst das hier mal mit. Und läufst ein Stück nach vorne. Du legst einen kleinen Spot hin. Ich hoffe einfach, dass wir da jetzt nicht zwei Raketen abbekommen und Violeta Pogue tot ist, dafür, dass sie dafür sorgt, dass Mr. Kaputt nicht getötet wird. Was durchaus möglich ist. Okay, du gehst mal hier hin. Ich hoffe, dass wir von hier aus eine Rakete vernünftig schießen können. Eine Granate würde nicht genug machen. Ja, das war viel zu wenig. Und da kommt die Rakete. Yay. Au. Mr. Kaputt hat einiges abbekommen. Au. Okay, alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Au. Eieiei. Okay, Mr. Kaputt ist... Seid ihr in den Boden gefallen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Do we have a plan? Nein. Okay, das ist gar nicht gut. Ich meine, das Gute ist, dass wir jetzt keine Raketen mehr haben. Ah, Moment, hier, okay, du bist theoretisch noch da, also, ja, okay, das ist nicht unbedingt günstig. Okay, da kann ich nichts machen. Das ist nicht schön. Du gehst hier hin, stellst das Gewehr ab und gehst ein Stück zurück. Und das kann nicht direkt schießen, ne? Nee, okay. Okay, das war's. Wir haben gewonnen. Ja. Dieses Problem ist tatsächlich erledigt. Gut. Mr. Kaputt ist nur verletzt, Violeta Pogue nur verletzt. Obwohl es wirklich problematisch war mit den beiden. Die Jünger von Anu stehen uns jetzt wohlwollend gegenüber.
Do you understand why your actions were necessary? Nein. Why the site is sacred? Nein. It is here that the conditions existed which brought forth a better body with a free mind. One without the other is meaningless. The Exalted bids us understand. Why here? To fathom why the site is sacred is to fathom how other sites may become sacred also. Okay. Keep on this path, and you shall hear the voice of the Shadowed Hierarch, and after him, the wisdom of the Synod of Yearning. Gut, wir haben plus 5 bei den Jüngern. Ich finde es immer merkwürdig, wenn man solche Missionen hat und man keinen Minus bei den anderen Fraktionen bekommt. 20 Tech, 250 Materialien, 450 Nahrung. Alles auffüllen bitte. Da war auch eine Waffe, die wir komplett neu herstellen mussten, ne? Forschung. Oh. Okay, wir haben einige neue Dinge. Pilzbasierte Nahrungsproduktion. Die Anu-Methode zur Herstellung von Nahrungsmitteln über die Pilzfelder, die als Felder der Wandlung bekannt sind, könnte verbessert und erweitert werden. Ja, Nahrungsmittelproduktionsanlage ist für den Bau zur Verfügung. Ja, das kennen wir aber auch schon. Das heißt, könnt ihr selbst lesen. Fortgeschrittene Mutationstechnologie. Mal wieder etwas, das wir schon ein paar Mal gelesen haben. Mutor-Kriegsbestie. Und Säurewaffentechnologie. Mit der Säure, die einige der Pandorana-Organismen produzieren, kann man Waffen entwickeln, die sich durch feindliche Rüstung durchfressen. Neue Forschung verfügbar. Bekommen wir dadurch die Säurekanone, hätten wir uns einfach darauf konzentrieren müssen, den Anu ein paar Gefallen zu tun. Diese Technologie verwendet die korrosive Flüssigkeit, die von Säurewürmern produziert wird, in Granaten- und Kleinkalibermunition. Obwohl der Prozess völlig sicher ist, wird dennoch eine gewisse Vorsicht bei der Nutzung empfohlen. Ja, da haben wir es. Die fortgeschrittene Säuretechnologie. Das, worauf ich seit Ewigkeiten warte. So, du darfst dich erholen. Also, ihr dürft euch erholen. Nicht nur einer. Ja. Da war ich mir gerade nicht sicher, ob da tatsächlich auch Heilung durchkommt. Die Tiamat kommt langsam angeflogen. Der Adiatron-Plage-Champion. Okay. Ist nicht so, dass die schon nicht nervig genug gewesen wären. Triton Wilderer Alpha mit dem Gewehr statt mit der Pistole. Auch nicht unbedingt das angenehmste. Die Thunderbird können wir auch mit hier hinsenden. Hätte ich schon früher machen sollen. Und ich würde sagen, das starten wir direkt in der nächsten Folge, ne? Diese Folge würde ich jetzt hier beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.